Zunächst bedeutet die Auszeichnung erst einmal eine große Überraschung, aber auch Dankbarkeit, dass ich überhaupt nominiert wurde. Und jetzt auch eine große Freude, letztendlich zu den Preisträgern zu gehören. Für Forschung und Lehre bedeutet es eigentlich, dass ich in den Lehrveranstaltungen den Studierenden zeigen möchte, dass unsere wissenschaftlichen Konzepte, die wir im Studium lernen, durchaus Kompetenzen beinhalten, die sie in der Praxis, in den beruflichen Aufgaben anwenden können. Ich denke, das hat er auf jeden Fall verdient. Bei uns im Seminar zum Beispiel hat er von Anfang an eben vermittelt, dass es für ihn sehr wichtig ist, dass wir was lernen. Er ist auf jeden Fall fachlich sehr kompetent, aber eben ihm ist es dann eben auch sehr wichtig, dass wir auf jeden Fall sehr viel ausprobieren, sehr viel anwenden. Er hat auch selbst sehr, sehr viel Erfahrung in der Anwendung und gibt das eben so weiter. Und damit ist eben das Wissen, was er weitergibt, erstmal sehr fundiert, aber eben auch sehr anwendungsbezogen. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Ich finde, Elbert hat die Auszeichnung verdient, weil er sehr studentennah ist und nicht nur so für das ganze Team sozusagen agiert, also viel mit dem Fachschaftsrat kommuniziert, sondern auch sehr auf das Individuum sozusagen aufzugeht, halt dann am Ende so diesen letzten kreativen Push gibt, den es irgendwie noch braucht oder nochmal so einen Gedanken anzuregen, und das macht er sehr, sehr gut.